Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist der FaZe wieder mit einem frischen Guide zu Elden Ring. In diesem Guide zeige ich euch den Boss Wachhund des Erdenbaumbegräbnisses, und zwar die dritte Begegnung in den Katakomben am Klippenfuß. Und die Begegnung, die Grundmechaniken spielen sich wieder alle identisch. Man muss hier nur sagen, er hat jetzt deutlich mehr Leben und hat so ein paar Magieattacken drauf, beziehungsweise eine Magieattacke und so einen Magiestampfer. Aber Näheres jetzt im Video. Viel Spaß! Also mittlerweile schon die dritte Begegnung vom Wachhund. Bei der ersten war er nur alleine da, bei der zweiten war es ja mit diesen Wichten als Begleiter. Und jetzt in dieser Version ist das quasi so ein Magie-Wachhund. Das sehen wir jetzt gleich, die Grundmechaniken sind dieselben. Das heißt, der Stampfer, der aber jetzt so ein Magiefeld hinterlässt, mit einem viel größeren Radius. Deshalb benutzen wir hier die Taktik, nicht wegzurennen, sondern lieber dann gezielt eine Ausweichrolle zu starten und dann wiederum zu kontern. Also Ausweichrolle, kontern, abwarten. Der hat jetzt einen Magieangriff drauf. Diese kleinen Spells kann man ganz normal mit einer Ausweichrolle umgehen. Einfach nach vorne ausweichen. Nicht nach hinten und nach links, sondern wirklich in deren Richtung, damit die Sterne an euch vorbeifliegen. Ansonsten diese typische Flammenattacke kennt man ja. Abwarten. Da nichts großartig versuchen. Und dann gucken, was macht er als nächstes. Wieder sein Stampfer. Ausweichen, schlagen und abwarten. Ausweichen, schlagen und abwarten. Schnell weg. Weil er kann natürlich auch schnell kontern. Dann müssen wir halt noch mit unserer schnellen Ausweichrolle starten. Da kommen jetzt wieder diese kleinen Magiekugeln. In die entgegengesetzte Richtung schnell ausweichen. Wenn er die aufrechte Position einnimmt, ganz wichtig, nicht eine Ausweichrolle machen, sondern lieber mit dem Schild blocken und dann einen Konterangriff starten. Das ist viel besser. Also Stampfer, Ausweichrolle, angreifen. So, schnell wieder auf Abstand. Da kommt wieder die Magieattacke. Schnell ausweichen. Ausweichrolle schlagen. Und schnell weg. Er kontert natürlich auch mit normalen Schlägen, die aber allesamt jetzt gar nicht so gefährlich sind. Die aufrechte Haltung mit dem Schild blocken und einen schweren Konterangriff. Dann wieder abwarten. Wieder so ein normaler Angriff, braucht man nichts weiter beachten. Da kommt wieder seine Magiekugeln, Ausweichrolle, sein Stampfer, Ausweichrolle, schlagen, Ausweichrolle, schlagen und schnell weg. Da kommen wieder. Wenn die Schnauze rot aufleuchtet, dann wisst ihr, da kommt dieses Flammenspucken, da einfach auf Abstand werden. Da kommen jetzt hier die kleinen Magiekugeln. Ihr könnt ordentlich Schaden machen, wenn ihr nicht genug ausweicht. Ich habe jetzt Schaden bekommen, aber ihr seht sehr wenig Schaden, weil ich halt die Ausweichrolle benutzt habe. Selbst wenn die Ausweichrolle nicht 100% klappt, trotzdem ist sie sehr wichtig, weil es einfach dazu führt, dass meinetwegen statt 6 euch dann nur 2 Kugeln treffen. Und das zieht euch dann natürlich nicht so viel ab, weil wenn euch alle treffen, macht es schon ordentlich Damage. Ja, das war's auch schon. Das ist der Wachhund des Erdenbaumbegräbnisses, die dritte Begegnung. Die spielt sich schon schwerer. Der Wachhund hat deutlich mehr Leben. Und auch generell der Radius von dem Stampf ist einfach deutlich höher. Aber ansonsten nochmal zusammengefasst, folgende Attacken: bei dem Flammspucken einfach im Abstand bleiben, die normalen Angriffe ignorieren. Und die zwei Angriffe, auf die wir uns konzentrieren, ist folgende. Und zwar einmal die aufrechte Position, die der Wachhund manchmal einnimmt. Dann kommt er zu euch, einfach Schild oben halten, den Schlag abwarten und dann Konterangriff starten. Und bei dem Stampfer ganz einfach sich den Rhythmus so ein bisschen merken, so ein Gefühl dafür bekommen, wann er genau stampft und dann eine Ausweichrolle starten, schlagen und dann entweder macht er danach direkt noch einen Stampfer, weshalb ihr wieder eine Ausweichrolle macht und schlägt, oder danach kontert er mit normalen Angriffen, weshalb ihr schnell wegrennt oder eine Ausweichrolle startet. Ja, und wie gesagt, bei den Magieangriffen, diese kleinen Magiekugeln, die er auf euch schießt, mit einer Ausweichrolle umgehen, aber die Ausweichrolle wirklich in die Richtung machen, von wo er auch damit geschossen hat, weil es dann am simpelsten ist, auszuweichen. Das wär's, das war der Wachhund des Erdenbaumbegräbnisses und ich hoffe, mit diesem Guide werdet ihr ihn sehr, sehr einfach besiegen. Danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, um mich zu supporten, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer FaZe. Ciao.